ganz herzlich begrüßen. Ich danke Ihnen für das Interesse, auch für das Interesse an den Menschen hier, für Ihr Interesse an den Menschen hier, an deren Befindlichkeit, an dem, was hier in dem vergangenen Jahr geleistet wurde von verschiedenen Stellen und vor allem von den Menschen, die unmittelbar betroffen waren und von denen, die ihre Hilfsbereitschaft so spontan zur Verfügung gestellt haben. Dass sie auch immer wieder während des Jahres darüber berichtet haben, das war sehr wichtig für die Betroffenen, für die Region und auch für die Hilfsorganisationen. Mir ist es ein Anliegen, ein Jahr nach dieser verheerenden Flutkatastrophe auch wieder an den Ort zurückzukehren, wo ich vor einem Jahr auch war, mir die schrecklichen Bilder nicht nur angesehen habe, sondern auch mit den betroffenen Menschen reden konnte und vor allem auch mit den Helferinnen und Helfern Kontakt haben konnte, die vom ersten Tag, fast von der ersten Stunde an, hier geholfen haben, und zwar mit allem, was notwendig war. Allein wir vom Deutschen Roten Kreuz waren mit etwa mehr als 3.500 Frauen und Männern aus dem ganzen Bundesgebiet in den Flutgebieten. Und zwar vom ersten Tag an. Es waren überwiegend Ehrenamtliche, die sich freistellen haben lassen von ihrer Arbeit, die teilweise auch Urlaub genommen haben von ihrer Arbeit, um hier zu helfen. Wir haben alles angeboten, was notwendig und leistbar war von uns. Von der Soforthilfe über die Finanzhilfen, alles finanzieller Art, um die erste Not zu lindern. Die Finanzhilfen sind auch jetzt noch zu beantragen über die Kreisverbände. Wir haben geholfen bei der sanitären Versorgung, wir haben geholfen bei der gesundheitlichen Versorgung. Zum Beispiel mit der Installierung von 4 mobilen Arztpraxen, weil ja teilweise die Arztpraxen nicht mehr funktionsfähig waren, weil sie überflutet waren oder weil auch ein Krankenhaus zum Beispiel evakuiert werden musste. Und wir haben gesehen, solche mobilen Arztpraxen, wir haben 4 Stück davon, die alle im Einsatz waren, solche brauchen wir auch mehr im gesamten Bundesgebiet, denn eines ist auch klar, sich zurückzulehnen und zu sagen, das war einmal ein tragisches Ereignis, aber so, das wird uns nicht wieder treffen, das wäre leichtfertig angesichts der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir müssen, wenn wir einigermaßen verantwortungsvoll arbeiten wollen und verantwortungsvoll auch politisch gestalten wollen, dann müssen wir mehr Vorsorge treffen, auch zum Beispiel mit entsprechenden mobilen Arztpraxen. Wir haben aber auch geholfen, beispielsweise bei der Trinkwasserversorgung, bei der Verpflegung der betroffenen Menschen und der vielen tausend Helferinnen und Helfer. Wochenlang, über mehrere Wochen, wurden beispielsweise 10.000 täglich, 10.000 warme Mahlzeiten gekocht und zusätzlich 10.000 Lunchpakete erstellt von Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes für die ganze Region und nicht zentral ausgegeben, sondern an einer Reihe von unterschiedlichen Stellen ausgegeben, dorthin gefahren, um nahe bei den Menschen zu sein, die diese Hilfe gebraucht haben. Nun sehen wir hier etwas, was zunächst einmal nicht gerade auf den ersten Blick mit dem Roten Kreuz verbunden ist. Und deshalb haben wir ganz bewusst diesen Ort ausgewählt, um Ihnen das zu zeigen. Wir haben zum Beispiel auch viele, viele Stromaggregate und Bautrockner zur Verfügung gestellt. Aber solche Kläranlagen, das ist schon etwas, woran man, wenn man Deutsches Rotes Kreuz sagt, zunächst einmal nicht denkt. Aber das ist originär Entwicklung und Beschaffung durch das Deutsche Rote Kreuz. Diese Anlage, die hier steht,
steht in gleicher Ausfertigung auch noch an zwei anderen Orten hier im Ahrtal. Wir haben also drei solcher temporärer Kläranlagen, um, das ist ganz wichtig, Umweltschäden zu vermeiden und vor allem zu verhindern, dass sich Krankheiten ausbreiten. Nachdem die Abwasseranlage der Stadt völlig weggebrochen ist, war das ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb ist diese Anlage schon im August, September vergangenen Jahres aufgebaut worden. Die beiden anderen kamen dann Anfang des Jahres dazu. Es wurde aufgebaut von überwiegend ehrenamtlichen Mitgliedern. 20 bis 30 ehrenamtliche Kräfte waren da am Werk für eine ganze Woche. Und sie funktioniert. Sie funktioniert jetzt das ganze Jahr über schon, wird natürlich ständig überprüft, dass wir Ihnen da nicht irgendwas erzählen. Und sie funktionierte auch über den Winter. Also das ist, finde ich, schon eine gewaltige Leistung. Und im Hintergrund muss man allerdings noch wissen, das war eigentlich mal vorgesehen für einen Auslandseinsatz. Deshalb ist das erste auch finanziert worden durch das Auswärtige Amt. Aber mittlerweile haben wir dieses hier ganz schnell aufbauen müssen, weil die Not hier so groß war und die zwei anderen auch. Und das ist nun finanziert worden durch Spendengelder. Und auch die, die für das Ausland vorgesehen ist oder war, die wird auch wieder beschafft werden, sodass man nicht davon ausgehen muss, wenn wir es mal bei unseren vielen, vielen Auslandseinsätzen brauchen, dass wir es dann nicht mehr zur Verfügung hätten. Ich danke auch ganz herzlich denen, die da als Ingenieure und Sachverständige daran mitgewirkt haben beim Aufbau, die Ehrenamtlichen angewiesen haben, das Ganze auch überprüfen und betreiben. Ganz herzlich, es ist ein sehr gutes Aushängeschild, gerade auch für das Deutsche Rote Kreuz, das deutlich macht, welche Vielfalt an Talenten wir in unseren Reihen haben, welche Vielfalt auch an Talenten wir in den ehrenamtlichen Kräften haben. Denn das ist auch sehr wichtig, dass es nicht eine homogene Gruppe ist, sondern dass wir neben der Wasserwacht, neben der Bergwacht, neben den sozialen Diensten, neben dem Sanitätsdienst, neben den Bereitschaften und dem Rettungsdienst all dieses eben auch noch mit an Qualifikationen mitbringen. Das macht mich auch, sagt es ganz offen, auch als Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes sehr stolz. Wir haben in all diesen Monaten von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit im gesamten Verband gehabt, vom Generalsekretariat über den Landesverband Rheinland-Pfalz. Dasselbe gilt für den Landesverband Nordrhein und Westfalen bei dem anderen stark betroffenen Flutgebiet. Und dafür möchte ich auch stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Herrn Kaul, dem Präsidenten von Rheinland-Pfalz, ganz herzlich danken. Es war ein gutes Miteinander, was man in einem so föderal organisierten Verband, wie wir es sind, nicht von Anfang an gleich vermuten könnte. Aber es war hervorragend und es hat gezeigt, wir sind eine große Familie, eine starke Familie über die Regionen hinweg bis zu den Kreisverbänden und Ortsvereinen mit einem riesen Engagement aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte und dafür einfach ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Und wäre das Ganze nicht vollständig, wenn wir nicht auch aus dieser schrecklichen Katastrophe auch unsere Lehren ziehen würden? Ich glaube, da will ich zunächst einmal etwas ganz Persönliches und sehr Positives sagen. So viel Hilfsbereitschaft und auch eine so große Spendenbereitschaft, wie wir im vergangenen Jahr von Anfang an erlebt haben, das war beispielhaft. Und wir erleben es ja auch jetzt noch bei der Ukraine-Krise. Die Menschen in Deutschland sind keine Egoisten, sondern sie leben mit den Nöten der anderen und versuchen überall zu helfen.
Und diese Hilfsbereitschaft, die hat sich gerade hier in der Region ja auch gezeigt unter den vielen, vielen Spontanhelfern, die vom ersten Tag an mit ihren Geräten, mit ihrer Arbeitskraft zur Verfügung standen, um das Gröbste rauszuarbeiten und den Menschen hier zu helfen. Ich bin heute auch durch die Stadt noch ein bisschen gefahren, weil ich rechtzeitig dran war. Und ich habe gesehen, was da schon geleistet wurde. Und das finde ich wirklich beachtlich. Ich war damals vor einem Jahr auch hier. Und da sieht man, welche Kraft in diesen Menschen, bei den Betroffenen, bei den Freunden, Familien, Bekannten in dieser Region vorhanden ist. Und ich wünsche mir, dass dieses auch anhält. Ich habe schon auch Verständnis für manche Ungeduld. Das darf man nicht wegdiskutieren. Aber wir wissen auch, dass so etwas halt ein Stück weit dauert. Dass vieles begutachtet werden muss, auch ob ein Haus stehen bleiben kann oder nicht stehen bleiben kann, wie es saniert wird und vieles andere mehr. Dazu kommt der Fachkräftemangel und auch der Materialmangel zurzeit noch. Aber Sie können sicher sein, dass wir von unserer Seite, es ist nicht unser Betätigungsfeld, aber alles tun wollen, um die Situation der Menschen, die immer noch betroffen sind, auch zu verbessern. Und deshalb sind wir auch nach wie vor hier. Wir beide haben vor einem Jahr gesagt, wir bleiben so lange, wie uns die Menschen brauchen. Wir gehen nicht gleich nach den ersten Monaten wieder. Und wir haben Wort gehalten. Wir sind auch heute noch da mit diesen Kläranlagen. Wir sind auch heute noch da mit dem Richtfunk, wo wir das Internet, die Internetverbindung sicherstellen für die Menschen hier in der Region. Und wir sind auch heute noch da mit einer Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten, Beratungsmöglichkeiten an den Infopoints, denn gerade dieses brauchen die Menschen auch jetzt noch. Und sie brauchen auch psychosoziale Betreuung. Bei manchen kommt das erst im Laufe der Zeit, wenn sie mal das Erste verarbeitet haben, womöglich dann auch noch traumatisiert sind, dann kommt manchmal das Leid, das persönliche Leid, das psychische Leid erst so richtig hoch. Und auch dafür haben wir Kräfte, die speziell dafür ausgebildet sind und dafür im Einsatz sind. Ja, und was lernen wir aber daraus? Ich will Ihnen zwei, drei Punkte sagen, die für uns im Deutschen Roten Kreuz wesentlich sind. Als erstes, es ist gerade bei dem Einsatz in dieser Flutkatastrophe wieder deutlich geworden, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen Organisationen rechtlich, was die Arbeitsfreistellung und Lohnfortzahlung betrifft, unterschiedlich behandelt werden. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil und ihr Landtagskollege Herr Gies da sind, um dieses auch, sage ich mal, politisch mitzunehmen. Ich bitte Sie ganz herzlich darum, es ist nur politisch zu klären. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel THW-Helfer, die im selben Einsatz sind, wie diejenigen vom Roten Kreuz oder von den Maltesern oder Johannitern oder wo auch immer, anders rechtlich behandelt werden, was Lohnfortzahlung und Arbeitgeber, also Arbeitsfreistellung betrifft, das, und auch noch anders behandelt werden, je nachdem aus welchem Bundesland sie kommen. Das ist den betroffenen Helfern nicht klar zu machen. Und es ist auch den betroffenen Arbeitgebern nicht klar zu machen. Wir müssen nämlich teilweise mit den Arbeitgebern vorher verhandeln, ob es freigestellt werden oder nicht. Wenn sie da die Verhandlungen abwarten, dann ist die Flut, dann ist die Katastrophe vorbei. Ja? Da brauchen sie dann nicht mehr schneller Helfer da sein. Da geht wertvolle Zeit, wertvolle Arbeitskraft verloren. Deshalb brauchen wir dringend diese rechtliche Gleichstellung. Es darf nicht an den Kompetenzen zwischen Bund und Ländern scheitern. Das ist nämlich momentan der Streitpunkt. Ein zweites, was sich gezeigt hat, wir brauchen dringend eine bessere materielle Ausstattung im Bevölkerungsschutz insgesamt. Der Bundeskanzler hat die Zeitenwende im militärischen Bereich ausgerufen. Oder da ist es in erster Linie auch gemeint gewesen. Militärische Sicherheit, äußere Sicherheit. Ich bin fest davon überzeugt, meine Damen und Herren, wenn wir nicht in gleichem Maße
auf die persönliche Sicherheit unserer deutschen Bevölkerung hier in unserer Heimat schauen, wenn wir sehenden Auges nicht genug Prävention für solche Krisen und Katastrophen vorhalten, dann sind wir verantwortungslos. Dann haben wir das Vertrauen der Bürger nicht verdient. Ich sage das so deutlich. Und deshalb plädiere ich wirklich vehement dafür, den Bevölkerungsschutz ernster zu nehmen, ihn höher zu gewichten, und zwar in der ganzen Breite. Und das geht nicht ohne Geld. Gar keine Frage. Deshalb brauchen wir eine bessere materielle Ausstattung. Ich habe vorhin von den mobilen Arztpraxen gesprochen. Wir haben auf Bundesebene ein sogenanntes Betreuungskonzept, Labor 5000. Da sind 10 Standorte geplant. Konzept ist erarbeitet worden von den Hilfsorganisationen. Eines von 10 Standorten haben wir jetzt. Das betreibt das Deutsche Rote Kreuz. Wenn wir das nicht gehabt hätten, meine Damen und Herren, dann wäre die Versorgung der Menschen hier in der Region im vergangenen Jahr wesentlich schlechter gewesen, weil wir aus diesem Modul schon vieles, vieles genommen haben. Beispielsweise die ganze Stromversorgung wäre ohne dieses Modul nicht möglich gewesen. Um nur dieses Beispiel zu nennen, also diese beiden grundsätzlichen Botschaften: bessere Ausstattung des Bevölkerungsschutzes und Helfergleichstellung sind für uns ganz wesentlich. Und ein dritter Teil kommt dazu: wir brauchen eine gute Koordinierung auf Bundesebene. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir 3500 Frauen und Männer allein von uns hier haben. Viele andere Organisationen, die Feuerwehr, THW, die anderen Hilfsorganisationen, haben auch ihre Leute da gehabt. Das muss alles koordiniert werden, auch mit den entsprechenden Länderbehörden und Kreisverwaltungsbehörden. Und deshalb braucht es dringend eine bessere Koordinierungsfunktion und deshalb einen Ausbau der Kompetenzen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich bin sehr dankbar, dass die Frau Dr. Spieker mit seinem Abteilungsleiter und 2 weiteren Mitarbeitern aus diesem Bundesamt auch heute da sind. Wenn Sie noch Fragen auch an Sie haben, stehen die natürlich auch zur Verfügung. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich danke all jenen, die in diesem Jahr von Anfang an so aktiv mitgeholfen haben für dieses Engagement. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass es den Menschen in dieser Region auch bald spürbar besser geht. Danke Ihnen.